So Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt es ein richtig schönes Familiensortiment, und zwar das Chili Pepper von Leslie. Gekauft habe ich das für 3,99 beim Fräsmann, und dann gucken wir gleich mal, was da alles für schöne Artikel drin sind. So, machen wir es auf. Das wunderschöne Chili Pepper. Ich schwöre jetzt auch mal alle Raketen raus hier. Das muss einfach so. Ich habe einfach so Bock auf das Sortiment. Hab's empfohlen bekommen vom lieben Snappix84. So. Ja, du hast mir das empfohlen, Lennart. Also so mehr oder weniger durch dich bin ich da drauf gekommen, sonst hätte ich das nämlich nicht gekauft. Ja, was ihr hier seht, das sind alles Zerlegerraketen. Die X-Burn, die 7OTH, die Burning Love, die Shooter und nochmal, ach nein, nicht nochmal, die Hollywood. Haben zwar alle mega schlechte Treiber, aber die sind richtig, richtig fett. Und die haben auch alle einen anderen Effekt. Und das für 3,99. Und richtig, richtig gut. Dann haben wir hier Knallerbsen. Werden wir nicht machen, logischerweise. Aber lustige Verpackung. Dann haben wir hier noch zwei Fontänen. Oh, hier fehlt ein Standfuß. Hol ich mal raus. Ja, her. Ist ein bisschen neongelb bei. Hier die Peacock Fountain. Und, oh, die müssen wir dann festmachen. Und nochmal. Ach, die sind zweimal drin. Okay, das wusste ich auch nicht. Was denn? War bei mir vorher ist ja anders. Da war eine andere Fontäne immer drin. Ah, ist ja egal. So, dann holen wir erstmal den Rest hier raus. Ihr habt schon gerade was Schönes gesehen. Von Leslie ist es immer üblich, dass die mit so einem Röhrchen kommen. Finde ich ganz geil, die Idee. So. Dann haben wir ja noch ein Röhli, wie gesagt, oder nicht, wie gesagt, ultra dünn, also mega dünn, das Teil. Smaragd-Wunderkerzen von Leslie, 10 Stück. Dann haben wir hier noch Auswahl an China-Böllern, die von Leslie, die D-Böller, logisch, dass es von Leslie ist, 7,6 Gramm, die gucken wir uns mal kurz an. Das hat sich gereimt. Sieht relativ gut aus, also, habe ich das gerade erst gesagt? Nein, sieht natürlich schlecht aus, aber sehr hart, die Dinger. In der Mitte ein bisschen eindrückbar. Mal gucken, was der Knall dann sagt. Bin ich gespannt drauf. Dann haben wir hier so eine Zwischengröße. 4,50 Gramm. Die China-Böller heißen die einfach nur. Das sind so in der Petardengröße. Also, oh. Oh, geil. Die sind auch zugestopft. Aber kennt man so fast von Leslie. Also habe ich noch nie irgendwie anders gesehen. Und hinten eine dicke Wandung. Mal gucken, was auch da wieder der Knall sagt. Haben wir nochmal. Dann haben wir noch ganz normale A-Böller. Auch hier mal gucken, wie die aussehen. Ja, hinten ein bisschen dicker wenigstens. Und vorne ganz normal, wie jeder Böller. Und dann haben wir noch die B-Böller. Und die sehen auch wieder hervorragend schrottig aus. Aber wie gesagt, alle Böller richtig hart. Nur leider... Oh, hier nicht. Ja, mal gucken. Aber was die Knalle sagen, Knalltrauma Feuerwerk. Okay, Leute, wir sehen uns gleich draußen beim Test des Chili Pepper. Ich freue mich. Bis gleich. So, genau. Fangen wir mal an hier mit diesen Petarden, ne, Lennart? Ja, diese Petardengröße. Haarverarbeitung. Ja, super schrocken, genau. Bist du gleich ein? Machen wir mal. Oder wer schneller am Feuerzeug ist, ich bin's. Haha! Geil. Geht eigentlich voll klar. Mach du. Der war nicht so. Nee, war nicht so. Machen wir noch einen. Nee, der war ohne unbedingt so, ne? Ja, geht so. Jetzt die China-Bölle A. Hinter mir wird geballert. China-Bölle A jetzt aus dem Chili Pepper. Was können sie denn? Was denkst du? Guck mal. Guck mal. Oh. Der war nicht schlecht. Die waren echt nicht schlecht, Mann. So. So, machen wir noch einen zweiten Leier. Genau. Alter, die sind richtig gut. Die sind gut, die drücken. Machst du noch einen hier? Mach ich noch einen. Hier, der letzte. Aua.
Die können was, auf jeden Fall. Auf jeden geile Fall. Teile. So, China Böller D. B. Was sagen die uns denn, Lennart? Mal gucken. Ja. Bist du gespannt, hä? Was die, mal. Was die Würste können. Ja, zwei. Eigentlich auch nicht schlecht. Machst du noch einen zweiten, hä? Oh, einen zweiten. Ja, der war richtig gut. Hat man im Bauch sogar gemerkt. Schöne Teile. Jetzt haben wir die D-Bölle. Genau, die Bölle. Heutiger Standard leider, dass die hässlich sind. Ja, die waren nicht schlecht. Die waren nicht schlecht, ne? Und noch. Noch Schnäbeler. Weit hinterher. Ja, sehr gut. Sehr gut. Druck. So, machen wir mal das Röli hier im Buri drin. Es ist brennt. Peacock Fountain. Gute Rakete. Hier die Peacock Fountain. Ja, machen wir gleich. Wechseln noch schnell den Modus. Was haben wir hier jetzt? Peacock Fountain. Sehen wir mal an. Gucken, was er uns sagt. Eine schöne Brenndauer. Geil. Noch die zweite. So, zweite Peacock Fountain. Mal gucken, ob das derselbe Effekt ist, weil eigentlich sind es ja zwei verschiedene in dem Set. Ja. Ja. Ist dieselbe. Richtig schönes Gold. Chili Pepper. Genau. Als letztes die Raketen von dem geilen Sortiment Chili Pepper. Fangen wir an mit der Burning Love. Ja, oh, genau. Die hat schnell zerlegt. Als nächstes hier Shooter. Oh, die ist doch schön, die war geil. So, jetzt geht's nach Hollywood, Leute. Mal gucken, ob das die Rakete auch schafft, uns nach Hollywood zu bringen. Wir versuchen's. In der Hoffnung, sie bringt uns nicht ins Krankenhaus. Wow, sehr, sehr schöne Blinker. Jetzt die X-Burn. Genau, X-Burn-Rakete. Burn it, baby. Ja, kann man anbieten. Und jetzt die 7 OTH oder OF, was auch immer das für eine Beschreibung von dem Artikel ist. Alter! Junge, also... Scheiß Treiber, echt. Wirklich ein Top-Sortiment, Leute. Kauft euch das, wenn ihr es seht. Und sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein. Und ja. Ciao.